Tu le mets déjà le bouton. Heute wollte man die Gelegenheit nutzen, für Erklärungen zu gehen zu den neuen Zertifikaten, die bei allen guten durchkommen, die Covid-Check-Zertifikaten, weil das aber doch etwas Komplexes ist, viel Frohen abwerft an unseren Alltag an den nächsten Tag und Woche wird prägen. Ich gehe vielleicht aufhängen, ein paar darauf zurückzukommen, was ist so ein Zertifikat Covid-Check, wie wir ihn nennen, was ist das? Und das ist nicht anders wie ein Dokument, das verschiedene Informationen hat. Das ist ein Zertifikat, das ist gratis, kriegt entweder auf Papier oder digital. Und hält daran fest, verschiedene Sachen, die im Kontext der Pandemie wichtig sind an den nächsten Zeiten, nämlich ob ein geimpft ist, das DD-Zertifikat, ob ein Negativ-Testresultat hat, Testen ja, viel Präsenz gehabt über die letzten Monate an der Pandemie. Und dann auch ganz wichtig, ein drittes Zertifikat, das festhält, ob wen ihn als geheilt gilt, also ein Zertifikat de Rétablissement. Das sind die drei Typen von Zertifikaten, die wir haben. Ich gehe im Detail eigentlich auf die Konditionen davon an. Wir haben national das umgesetzt, das ganz entspringt einem europäischen Reglement, den 1. Juli soll er Kraft treten. Der Sinn davon ist, dass wir einfach reisen können. Wir sind selber aus einem Loschabrett. Wir haben die Ambition gehabt, mit der Entrée en Vigueur von der nächsten Motor vom Covid-Gesetz heute mit anzubannen. Dafür ein ganz, ganz großes Merci für alle Loschabrett und Morgan als eine Equipe, die heute extrem viel und gute Arbeit gelegt haben, um das hinzukriegen. Die Zertifikate, die werden helfen, an der nächsten für wirklich Mathe sind Dokumente mehr einfach zu lesen. Alle Länder werden nach bei sich Bestimmungen haben, in Funktion von der Situation, bei ihnen, wie in der Verrat kommen, aber nicht. Mit dem heutigen Dokument, das soll am Fungal erleben, dass in etwas Uniformes, etwas Standardisiertes wird, wird auch kann gelesen gehen an den anderen Ländern. Das ist dadurch ein Deplacement sicherlich vereinfacht. Weil die QR-Code, die drüber ist, da kommen wir ja nur am Detail drauf zurück, eben mit der Entrée en Vigueur von dem Reglement, mit einer kleinen Galgenfrist, die Staaten haben für 6 Wochen, für das wirklich umzusetzen. Auch an den anderen europäischen Ländern wird lesbar sein, und auch darüber raus am Liechtenstein, Island, Norwegen, und auch an der Schweiz, und mit ein bisschen Chance an anderen Drittstaaten, da ist die EU am Gang, Diskussionen zu feiern, der Wunsch aus für nicht, als Land einzeln wirklich die Bahn zu feiern, wer den unerkennt oder nicht, dass er wirklich als Europäische Union eine Linie kriegt, wer den über uns Grenzen raus kann, unerkennen oder nicht. Das ist also ganz wichtig zu verstehen, dass die Zertifikate nicht etwas sind wie ein Pass. Es wird ganz oft von einem geringen Pass geschwört, dass kein Dokument de Voyage ist. Das ist nicht so, dass man da die Zertifikate hat, dass man einfach dann nach Frankreich und Deutschland gehen, über die Grenze gehen und dann da freigeschaltet sind von allen Mesurrestriktiven, die eventuell noch Platz sind. Das ist eine Information, die auch da wird util sein. Mit Mesuren können auch immer von Land zu Land verschieden sein. Das erlaubt schon, dass da, wo effektiv eine Vaccination gefroht ist oder ein Test gefroht ist oder ein Zertifikat Rétablissement, dass ich einfach praktisch kann mit dem Dokument ausweisen. Das ist auch ganz wichtig, dass ich mich fälschungssicher bin. Da wird auch den, man kann sich hier noch mehr am Detail drauf angehen. Wenn in den Ländern raus könnt, dann ist die praktische Konsequenz, dass es mehr einfach geht, wo zum Beispiel ein Test gefroht ist, kann ich den heute Zertifikat 4 weisen, das ist das Leben doch aber mehr einfach. Und eben in Funktion von verschiedenen Mesuren, die in Platz sind, werden doch sicherlich du am Alltag, wenn in den Vakanzas los können an Ersatz kommen. Mir wichtig, lo direkt heute zu Lützeburg, was bedeutet, dass a partir vom 13. Juni, das ist die Entrée en Vigueur von dem nächsten Covid-Gesetz, was lo an der letzten Linie droht ist, ihr wisst, dass wir an diesem Tag intensiv drun schaffen. Du kannst ihn auch das Zertifikat schon benutzen. Und zwar, für uns alle mal in dem Kontext, wo du nach Schnelltest, dass wir Platz gefroht gesehen, das ist im Kontext mit dem neuen Regime Covid, den wir proposieren für den Oreska. Das ist das, was ich direkt am meisten kann drin auf hier stellen. Bis lo hat man ja ganz restriktiv Mesuren bannen an der Restaurant, wo in aller Entrée eben einen Schnelltest wird müssen machen. Das wird wegfallen und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder hält der Restaurant die Option, dass er mit Tisch auf Feier führt und dass sie keine Gestbarriere mehr
gefrot, dann as wie mod schon kam tun zu eng freien Zeitpunkt an dieser Pandemie einfach de Schau feier oder erwer an der das de ganze neue Moment die neue Mlechke die könntnt, den et Restaurant opdeiert fir Regime COVID-Check. Dat hicht de ganzen Etablissement. Also am Funkgeholl muss ich feststellen, dass ein Schleiser aus vier ran an einer Entree für du hinterweis die vier, ob in eh von den drei Zertifikaten hört, die en place sind. Oder aber, und das behalten wir noch immer bei, für in allem Loch, das ist ein echter Mond, noch immer die Möglichkeit von einem Schnelltest zur Platz. Aber wenn das garantiert ist, dann können die Leute ran und sie können sich dann in dem Moment ganz normal bewegen, wie man das aus dem vierten Leben kann tun, wie man uns alle guten Zweck wünschen. Und insofern werden die heute Zertifikate sicherlich eine große Bedeutung an unserem Leben kriegen über die nächsten Wochen dann am Ende wahrscheinlich. Das selbe gilt nicht just, aber für den Horeca-Bereich, aber auch für Evenemente, für Konzerte, für Fußballmatches, für alles, was organisiert ist, was die Klo kann auftrennen. Das ist wichtig, wenn ich das feststelle. Wir müssen etwas tun, wo den Organisator das kann. Klar, so organisieren, dass schon die Leute rankommen, die dann aber auch die Zertifikate haben. Ja, das ist wichtig, das hätten wir ja da einen open Flank mit dem System. Mir das ist aber ganz viele Sachen möglich. Ihr wisst, die Mesuren sind ungeduld für bis zu 300 Leute wirklich können mit diesem System zu funktionieren und dadurch just ob ein einfach Notifikation, das heißt die Organisatoren, die Restauratoren oder jenen, etwas organisiert, den teilt das mit ob einer Mailadresse, einer generischen Mailadresse, die wird auch ab heute dann kommuniziert sind, mit einer Formulare online für die Notifikation zu machen, für das das mir einfach ist, dass ihr wisst, wer den du musst dran schreiben. Und da geht das notifiziert, braucht aber keine Genehmigung mehr. Bis zu 300 Leute geht es durch, das an der Form, die wir hier gehen, matt zu teilen. Könnt ihr euch fragen, für was muss das dann überhaupt matt gedeilt gehen? Mal ganz einfach, wir wollen natürlich aber trotzdem gerne kontrollieren gehen. Das tut dann also ganz, ganz große Schritt, wo wirklich eben funktioniert. Geht ohne Gestbarrieren. Dafür ist es wichtig, dass wir wissen, wo die Evenemente organisiert sind, wie ein Etablissement so schwer gemacht hat, für das wir selbstverständlich auch können gezielt gucken können, ob das richtig am Platz, also ob es respektiert ist. Das zu diesem Zeitpunkt hat schon gesagt, an der vierten Pressekonferenz extrem wichtig, dass die Leute verstehen, dass Fudle wirklich nicht das ist, was das hier weiterbringt. Das heute ist ein ganz ambitiöses Modell. Das steht da fällt natürlich, aber das steht früher noch matten möchte. Das sind schon die Elementarregeln, die bleiben wirklich hält. Und das riskieren wir nur einen Moment festzustellen, dass das Ganze als Evernanke aus dem Ruder geht. Ich will noch einmal daran erinnern, der Virus ist noch einmal da. Wir sind noch immer an der Pandemie, sie ist nicht fort. Und alles, was wir machen, muss man mit einer nötigen Vorsicht machen und auch mit einem gewissen Verantwortungsgefühl für den anderen. Und als Summen haben wir ein Interesse, dass das klappt. Mir das erklärt, für was die Notifikationen sind. Wie gesagt, die nötigen Informationen sind online, wie man das kann machen, was man von Informationen gerne hätten. Und dann kann ich das ganz einfach machen. Vielleicht dann noch ein paar Details. Was sind die Einzelzertifikate? Das Zertifikat der Vaccination, die stellt fest, dass ich geimpft bin, nicht mit egal welchem Impfstoff, sondern mit denen, die wir hier am Gebrauch haben. Und das sind auch die, die von der Europäischen Medikamentenagenz zugelassen sind, das ist am Anfang Lind, die wir holen. Das sind BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson im Moment. Und dann haben wir eben Kriterien festgehalten, für zu determinieren oder festlegen, wenige gilt denn da als geimpft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gilt denn als geimpft mit enger Dosis, weil ja erstens mal, wenn den Impfstoff ist, der just eng Dosis verlangt, wie den Johnson im Moment. Du hast das Stichdatum, wo den Zertifikat dann noch gering schalten. Das haben wir ja nur im Detail gesehen, wie das sich auch gesagt. Du hast den Deadline 14 Tage, nur der erste Dosis, weil der Körper eine gewisse Zeit braucht, bis dann noch die nötige Immunität abbaut, nur der enger Dosis. Und dann haben wir die anderen Impfstoffe, die eigentlich für zwei Dosen vorgesehen haben. Und du gibt es zwei Hypothesen, wo eigentlich ganz normal, nur der zweite Dosis, du hast es direkt gültig ab dem, also du gilt den als komplett vacciniert ab dem Tag, wo ihn die zweite Dosis gekriegt wird, weil der Prozess am Körper ja schon angestoßen ist durch die erste Dosis. Und es gibt eine zweite Möglichkeit auch, wo ihn halt zu Lützebusch wird als komplett geimpft gelten. Und das ist der, wo ich schon eigentlich Covid hat, und zwar in einem Zeitraum von 6 Monaten, nur habe ich geguckt,
wenn ihr einen positiven PCR-Test hat, da geht es durch mit enger Impfdosis für als geimpft zu gehen. Das schließt aber nicht aus, dass ich kann einen zweiten frohen, wir werden auch nach einem Navi vom Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses kriegen, haben wir dann spätestens den als eventuell nach zusätzlichen Lindekonduitewert gehen, wenn ich so etwas indikiert, also dann nicht mit Gelden für dieses Zertifikat hat zu Lützeburg als komplett geimpft, wenn ihn an den dritten Fall fällt, wo ihn eben ein Jahr Covid schon hat, man einen Zeitraum von maximal 6 Monaten noch angeguckt und dann eben eine Eichdosis wird. Dann den Zertifikate-Test, den kriegen wir statt als immer und Dürre gekoppelt, das kennen Leute auch heute schon zum Teil. Den Test PCR, den hat eine Validität von 72 Stunden und den Schnelltest, der zertifizierte Schnelltest, den hat eine Validität normalerweise, wie es lo proposiert, dass wir das neue Gesetz dann ab dem 13. Ab dem 13. Juni von 48 Stunden, das ist ein bisschen mehr lang, wie die 24, die wir bis jetzt kann tun. Das ist auch ein europäischer Kompromiss, mit uns da angelehnt und das, was die Kommission als rekommandiert hat, zu machen. Da sind viele Diskussionen gewesen, ob die 24, 48 oder wie auch immer. Wir haben aber auf jeden Fall den Schwung gemacht, also die Rekommendation zu halten. Und dann den dritten Zertifikat, das ist das Zertifikat, das belegt, dass ich, wo sich die Krankheit schon hat, dass ich geheilt bin, und dann tun wir da eben noch ungeholgert, dass ich eine gewisse Immunität habe, dann sind nicht mehr, nicht mehr so einfach fährt kriegen. Den ist aber just eine begrenzte Zeit, wo das gilt, da nur aus dem Schutz nicht mehr unzuholen. An den Zeitraum, den läuft und den 11. Tag noch einen positiven PCR-Test, also den 11. Tag da noch, zirft dann nicht, wie krank sind. Und dann denke ich, wir im Prinzip noch vom administrativen Auflauf, was das Zertifikat Retablissement ausgeschlossen ab dem 11. Tag vom positiven PCR-Test. Dann läuft dann 180 Stich, das sind 6 Monate, ab dem Tag, wo der Prälevement war. Voilà. Dann das zu den einzelne Zertifikate, wie kann ich den lo kriegen? Ein ganz kurz, ich finde, das können, möchte ich selber vergewissern, ich habe gestern meine zweite Dosis, das hat ganz, ganz gut geklappt. Ich fahre am Anfang an den zweiten Fall, vacciniert 4 um 10. Da finde ich den Ballfall heute schon ganz wunderbar aus dem Espace-Personal um Guichet. Ab dem 10. Juni sind wir so abgestellt, dann machen wir dann am Detail darüber angehen, dass ich automatisch, wenn ich geimpft wird, die richtigen Zertifikat an den Grab kriege, dass der QR-Code dann auch drauf. Leider aber auch automatisch eine Kopie am Espace mein Guichet von Südfrankreich, wo ich sich kann aufholen. Und voilà, und dann, ja, vor 4 Drohnen, was haben wir da gemacht, das wird man auch gesagt kriegen, da ist ein Monsterabend am Gang, und da wird Schittwurin, den eben 4 Drohnen geimpft, gehen als ein Zertifikat geschickt kriegen, wir haben die Ambition, das ganz schnell zu machen, ich werde die nächsten Tag, und auch dann könnt den Neuen auch an der Guichet leihen, wo ihn da kann den ersetzen, das wäre zum Beispiel mein Fall, ich gut gestanden, nach den Allen an der Grab, konnte man aber heute schon im Espace Magische dann meine Neuen sicher gehen. Und das wird super gepasst. Für den PCR oder den negativen Test, die werden auch disponibel sein, so wie ein bisschen kann, das ist bei den Laboren, auf ihren Plattformen digital oder auch auf Papaya. Und was neu ist, das sind so auf den Magische-Werte kommen, der aber ein bisschen schon noch immer nach Report ist, das wird ab dem 13. Juni sein. Den negativen Schnelltest selbst, auch da ist eine neue Prozedur an Platz gesetzt, gehen. Das kann ich sich auch selbst feststellen, das heißt, die werden auch an den Magische kommen und auch dann dementsprechend auch den Code drauf und den ganz einfach auflesbar ist. Und ich meine, noch nicht für meinen Teil den Tool gemacht machen. Ja, gebe ich dir das Wort. Ja, merci der Gesundheitsminister. Ich will euch ein bisschen erklären, wie das Ganze auch kontrolliert wird, wie das mit der App alles funktioniert. Madame Gesundheitsminister hat gesagt, bis jetzt sind wir in ein Impfzentrum gegangen, und die haben ein Zertifikat, und da war schon ein QR-Code drauf, für die das geguckt haben. Das war am Anfang ein nationaler QR-Code, den wir in einer nationalen App, die wir haben, der GUF-Check.lu, kontrolliert haben. Also, und da hat er natürlich auch gesehen, dass den valable war hier im Land. Für das sind die Zertifikate, wie der gerade gesagt hat, eben europaweit können gelesen gehen, könnt den europäischen Zertifikat mit einem europäisch lesbaren QR-Code. An der letzten Tag habe ich ein bisschen Dachs von den Leuten gesagt, man könnt ihr eine App an der App aus dem Impfpass dran.
Das ist vielleicht ein bisschen eine falsche Durchstellung von dem, wie es wirklich geht. Die Leute kriegen für sich alle gute weiter ein Zertifikat. Den Zertifikat, also weiterhin auf Papier oder digital als PDF zu kriegen, den kann ich dann auch als Papier mit rumholen. Ihr könnt den Zettel überall weisen, darüber, oder ihr habt noch bei einem PC, bei einem Handy oder bei einem Tablet. Wie könnt ihr das dann auf den Handy drauf? Die macht einfach an dem Guichet nur drin ruf, da könnt ihr noch bei einem Handy ruf speichern. Die könnt ein Foto davon machen, die könnt von dem PDF ein Screenshot machen, schon 100 an ihrem Handy, also könnt ihr den Zertifikat mitholen. Und dann, als eben die neue App, da das am Anfang just der Lektor, das Lesgerät, den Apparat, den Zertifikat liest und dann aufweist, ob er valable ist, und in allen Ländern, dass das eben dann auch unterschiedlich ist, wer den dann nur da machen kann. Wir probieren dabei einfach, ehrlicherweise, sich das durchzustellen mit vielen Bildern, die das probieren, ich zu vermitteln. Also der Covid-Check, der das dann die offizielle App von Lützeburg für Covid-QR-Coden am europäischen Format zu kontrollieren und eben so festzustellen, wie sie valid sind. Ob dem Covid-Checkpunkt der Luge da kontrolliert, wird für eine Regel bei uns gültig sind. Und sie kann aber auch an all europäischen EU-Digital-Covid-Zertifikat kann hier gelesen gehen, egal auf welchem Land das sie ausgestellt dürfen. Die sieht, da sind sie kann rufladen, und zwar an dem App Store oder an dem Google Play, da sind sie 2020 disponibel. An dem App Store sind sie ganz einfach zu finden. Für den Google Play Store braucht ihr schon auf den Internet-Site zu gehen, der covid19.lu oder aber auch auf der anderen Seite bei uns auf der Guichet, da findet ihr den Link für so am Google Play Store eben zu finden. Und da könnt ihr so bei einem Handy ganz einfach rufladen. Die App, die ist disponibel, das ist gratis, und die liest dann den QR-Code auf den verschiedenen Apparaten. Da habt ihr ein bisschen Gefühl, wie das sich präsentiert. Das ist ein, die ihr ganz einfach kann erkennen, der Covid-Check.lu, die fand es auch so, wenn ihr sie abmacht, fand der Bannen, die echt froh, ob er eine Kamera eben auf die kann aktiviert, die für die Scannen zu lesen, und dann ist sie schon operationell, und da braucht ihr sie am Anfang just zu aktivieren. Wie funktioniert das? Ihr hält an eurem Handy ganz einfach vier Runden Zertifikat, den Kamera erkennt den QR-Code und die scannt das dann und dann geht es auf die andere Seite hin und da weißt du dann das Resultat, ob das rot ist oder nicht. Wenn der das auf den Handy aufgelöst hat, dann kann der auch derjenige, der kontrolliert, kann ihren Handy eben auch sich angucken, die Kamera erkennt dann einen runden QR-Code und auch dann wird direkt angezeichnet, ob sie grün oder rot ist, hier wird vom Papierruf oder von dem Handy rauf, das sind oben die größten Zeichen, wieder ganz einfach dann erkennt. Und dann ist das absolut kein Problem. Vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn der Lo an den Restaurant geht, ich meine, Mama, der steht für unter dir, der geht mit ihrer Familie an den Restaurant, er Mama ist mit dabei, er Mama hat sie zum Beispiel auf dem Steck Papier nach, den Zertifikat, an die habe ich auf den Handy aufgeladen, kein Problem, die weist den Zertifikat dem Restaurateur. Der Restaurateur hat die App aufgeladen, von denen, die es auf dem Handy haben, die weisen das, die gesagt, im Moment, wenn er das scannt, ob der grün sitzt oder ob der rot sitzt. Aber wenn er Mom ein Zertifikat auf Papier hat, dann hält er dann den Zertifikat und er kann den natürlich dann auch direkt auf der anderen Seite dann gesinnt. Das ist also nicht, dass es just etwas ist für Tech-Freaken, aber ihr könnt auch nur mit dem normalen Stück Papier durch das Land gehen und auch später, nur dem 1. Juli eben, auch in Europa, und auch ein Stück Papier holen. Und wir lesen noch hier am Land, lesen wir natürlich auch die Ausländer, die richtig mit dem EU-QR-Code gezeichnet sind. Du hast natürlich eng sehr für die Stadtheit zu weisen, ob dem Schirm, ob der doch so funktioniert. Ich finde, ich stelle ganz einfach auch Mattbruch, für zu weisen, wie sehr der doch geht, für die, die noch keine Chance hatten, das zu sehen. Die Kritte wandern heimgeschickt, du auch schwarz-weiß. Das heißt, ein R3-Format bei euch daheim, also da war schon ein R4-Format, das ist das praktische Grund, das ist auch nicht plastifiziert. Die geht mit ihrem Covid-Apparat-Scanner mit dabei. Da geht er gefragt, für das Zertifikat zu scannen. Und dann nehmen wir das, gehen wir dafür in den Apparat. Und zack, weißt man, dass den Dote nicht valid ist, das wäre eroden. Das hat wirklich eine Sekunde gedauert, auch schon nicht auf dem Steck von Meier, das ich gewesen habe, auf dem Relektor, auf der anderen Seite gewesen gut,
wie das geht. Das können Sie schon mit einem geringen Weisen, der hat schon in Disponibelheit, aber das funktioniert aber nicht selber, sonst kann ich da auch noch weisen, auch auf dem Handy. Ich habe dann noch ein von denen Zertifikaten hier einfach auf dem Handy aufgeladen. Das ist einfach ein PDF, den habe ich in dem Moment auch da. Ich habe mein Lektor auf dem anderen Handy und dann habe ich das bei und dann wird das auch schon bei dem Doten hoffentlich funktionieren. Ein Zertifikat scannen, ich habe das auch bei. Und dann kriege ich gesagt, dass das ein geringer ist, dass das valid ist und das hat doch ganz kurz gedauert, als schon funktioniert das. Nur die spannenden Delay, wie sehr haben wir das dann disponibel? Das Gesetz, das kriegt ja das nicht eine sonnige Kraft. Wir haben auch schon an der letzten Nacht immense Erfahrungen gemacht. Bis gestern haben wir noch den allen Zertifikat gehabt. Den allen Zertifikat, die an den Guichets deposiert waren, waren heute Morgen schon alle gut umkonvertiert, hatten den europäischen QR-Code drauf. Das funktioniert schon. Die Leute, die zanter de Moyen geimpft gehen, die kriegen auch zanter de Moyen den Pabaya-Zertifikat mit dem neuen QR-Code schon drauf. Und sie können den also mit ihm holen. Und die, die ein Espass magische haben, fallen noch zanter de Moyen den PDF auf ihrem Sit. Und den ist auch schon mit dem neuen QR-Code disponibel. PCR-Tester, die von heute so gemacht gehen, die gehen auch von den Laboratorien equipiert mit dem neuen QR-Code. Das heißt, das funktioniert doch von Lohersinn. Von Hautersinn, das heißt, wenn ihr ihren Haut morgen einen PCR-Test gemacht habt, dann die kriegt ihr nur von dem Labo den Test geschickt. Da war auch den neuen europäischen QR-Code schon drauf. Den hast du dann 72 Stunden, als den eben auch verliert. Das geht ja auch dann über den 13. Juni dann raus. Das heißt, das ist auch von Lohersinn, als das möglich. Die spannende Frage ist natürlich auch, und das wird man am Gesundheitsminister gesagt hat, alle Guten, die bis gestern fertig geimpft waren, ob die in der Weise die beschrieben dürfen, ob der heute Platz, die müssen natürlich, wenn man das auch wollte, nicht nehmen die Zertifikate mit einem neuen QR-Code deposiert kriegen an der Magische, aber die kriegen den auch alle Guten heimgeschickt. Die kriegen einen neuen QR-Code, einen neuen EU-Zertifikat heimgeschickt. Wir sind dann nicht, wo wir angefangen an diesen Minuten, und ich gucke direkt auf dem CTR, dem ich ein dicke Merci an den ganzen Equipen ausschwätze für die Erfahrungen, die an, an der letzten Zeit gemacht sind. Die gehen am Moment gedrückt. Die 160.000 Zertifikate werden am besten Fall natürlich mehr bei den Leuten daheim sind, die schon für drin geimpft sind. Werdet natürlich ein paar kleine Probleme geben, aber der Distributionadresse, die gerne tun an. Mit die 160.000 neue Zertifikate, die sind bereit. Aber wenn die Leute den dann mehr kriegen, dann können sie das dann noch direkt probieren. Aber bei denen müssten sie alle Guten, weil das ja sind die kompletten Impfschema handelt sich schon, die müssten theoretisch alle Guten gering sein. Ich verheimliche an der ganzen Transparenz an Openheit aber e.net. Bei 160.000 QR-Coden, die gedrückt gehen, können ob rund 2%, so nicht, die QR-Code irgendwie leicht deversiert sind, die kriegen weder gering, nach Rot, mit die Krähen zum Beispiel draufstehen, dass es ein Problem am Datentransfer gibt. Wenn dem einfach vier durch, wenn der mit dabei sind von den 160.000, die mehr in der Situation sind, können die auf den Guichet-Sit gehen, die können um Guichet-Sit hier Matrikül antippen und da kriegen sie ein neues Zertifikat geschickt. Das kann alles vorkommen, mit denen machst du das auch vier gesehen. Das Problem taucht nicht auf, wenn man an ihrem Espass mein Guichet hat. Da sind sie alle gute Proper, weil es ja just eine Sache vom Droger ist, für so QR-Code oder Pabaya zu kommen. Das heißt, die Leute, die vielleicht mehr so eine Situation hätten, an die ein Espass mein Guichet haben, die fanden auch da ran, brauchen sie noch just dann daheim rauszudrücken. Du hast dann noch plus farbig, Eisen als Schwarz-Weiß. Und dann haben sie auch die Properen. Oder sie gehen eins bei eins Matrikül auf das Sit, und dann kriegen sie einen neuen, kriegen sie den Moment geschickt. Das kann in Nummer 4 kommen, und das ist auch besser, dass man das ganz klar gesucht hat. Dann nach Evo zu denen, die geheilt sind, die können wir recht aufhängen zu produzieren, weil das Gesetz erkräft das. Also da fängt man recht an, an der Nacht von einem Samstag so besonders, weil das Gesetz dann en vigueur ist, weil wir das dann recht können produzieren. Und das wird dann am Laufe der nächsten Woche, am besten Fall, beide Leute dann noch daheim
kommen, dat heißt, die geheilt sind, kriegen die Zertifikat am Laufen der nächsten Woche. Das sind rund 30.000 Leute. Aber da können wir erst aufhängen, eben zu schaffen, wann es dann soweit ist. Vielleicht ein Wort für den Kontext von der Envergure eben hier zu annehmen. Das ist ein Projekt, das immens ambitiös auf europäischem Niveau. Das heißt, da gibt es viele Echangen, um das hinzukriegen. Dass die 27 Länder, die darunter geschafft haben, dass das auch ein neues Terrain für so eine Interoperabilität zu von so einem Zertifikat. Am Jahrhund meine ich da große Erfahrungen gemacht, in die rein, dass den heute Anfang der Woche, ich meine, dass für ein 2D-Schritt, die gesagt, bis sind an 8 Länder rund 1 Million, der dort Zertifikat generiert. Aber bei mir haben in den letzten 24 Stunden rund 350.000 der neue Zertifikat generiert. Ich meine, das weiß, was wir in Erfahrung gemacht haben, für alle, die sehr, wie möglich Prätze sind, ich habe Präsentationen ein bisschen am Ausland zu bewegen. Da schwätzen wir nicht von ein paar Dich, bis es dabei den Leuten ist. Mit mir schwätzen vor Wochen, und ich möchte ein bisschen hören, wo das in dem einen oder anderen Land eben kann sehen, und das heute als Eisenerfahrung. Ich suche noch auf der anderen Platz, wir sind am System 3G. Für die Leute, die zu brauchen, wenn man klingen, hick ass, gehören auch immer die anderen Mäuen, für auf die Plätze ranzukommen, dass man dann getestet wird, respektive Schnelltests zu machen, mit Zertifikaten, sind an der heute wird das produziert gehen. Und ich gehe davon aus, dass das auch ganz gut kann funktionieren. Nach E-Wort, für auch ganz komplett zu sein, den Espace Magische, als er viel ungeschwert gehen, da fand er auch alle gut in die Dokumente. Die Kritik hat auch präsentiert. Den Gische.lu der kennt er. Für den Mai-Gische zu kommen, muss er sich connectieren mit einem Lux-Trust-Produkt. Da kommt er, ob er personalisiert seid, kommt er da. Da geht er ganz oben bei mehr Donne. Das habe ich auch ganz einfach oben illustriert. Wenn er bei den mehr Donne seid, kommt er auf der Seite links von der Zertifikaten, auch Covid-Zertifikationen, und da fand er dann alle guten Dokumente, von denen man geschwärzt hat, auch, und da kann ich selber, wenn er so ein Spass hat, kann ich dadurch den Moment rauflöten. Denn Magische als ein formidabel Erderweis für das heute zu gerieren, wir haben eine ganze Kobun-Spass, ich meine 250.000 personalisiert Spass, haben wir darüber auch die Leute, die danach gehen, das geht zügig, das geht automatisiert, auch das kann ich nicht sehr nur machen, für den, der zu verdienen, gehen wir es aus diesem Kader ein bisschen rausbringen, mit so einem Spass magisch, also ganz sehr, als den kreiert. Das tut dann, also wird heute Lützeburg wird funktionieren, mit ihrem EU-QR-Code, den auf dem heutigen Dokument ist, sind in anderen Ländern natürlich andere Bestimmungen. Dann kann ich natürlich auch hingehen, dass so eine Schüsse als kleinen Trio, wenn ich an so ein Land drehst, kann ich auch vielleicht die App hochladen, aber mit der App aus dem Land zum Beispiel ein Kerl sein Code scannen und da geht ihr auch gewohnt, wer fängt Farbe und da geht kriegen, wann ihr real an dem Land ist. Das ist schon nicht die Listing von allen guten den Appen, weil da sind sie noch lange alle guten so weit, aber das ist ein Trio für die Leute, auf ihre Schmatt auf die Weg zu gehen, wer die kann machen, wann ihnen sich nicht ganz klar ist. Der Titan ist am Anfang ein flotten digitale Moyen, für ein Stück Freiheit zurückzugehen, aber weil es aber auch kompliziert ist mit den verschiedenen Regeln, sei der ganz automatisch eben, an dem man es scannt, wie sein eigenen Status ist. Aber wenn der auch an das Restaurant geht, wenn der das neue Zertifikat geht, und die sind auch nicht ganz eint, das könnte ich daheim rauflöten, und selber ein Ehren, Ehrenzertifikat daheim scannen und gucken, und dann wisst ihr direkt, wo ihr drauf seid. Aber wenn ein Problem ist, melde ich auf der Hotline, geht einfach dann ein neues Zertifikat bestellen, und da wird ja dort ein ganz interessant Flott, der weiß sind, wir können dann in den nächsten Wochen das größte Stück Freiheit, ob die heute der weiß, zurückzugehen, die möglich ist, für ihn, den digital auch nicht so erfahren hast, den einfach ein Zertifikat, ein Stück vorbei hat. Ihr könnt natürlich, wenn er daheim im Frigo mit der Magnetstreif Passion hört, holt das, geht dann zu schön, dass den anderen, den das liest, mit das nicht nur die Professionellen, die das kann, das könnt ihr selber an der Familie, einen, den das kann, der kann gucken, wie ihr Status ist, wie das Zertifikat ist, und was da möglich ist. Da hat man ein bisschen eine Tür gemacht, mit hoffentlich denen Explikationen, da sind sie kassivieren, und wir stehen natürlich auch ihr Schabannen zur Verfügung für Erfrohen, für vielleicht den ein oder anderen Sujet nach zu verdeben. Den Kurten für RTL Tele.
Wir haben selber schon getestet, wie das geht, wenn der Ring geht. Da steht der Name drauf und der Geburtsdatum. Kein Neues von der Kartidentität muss in Delo, egal wie überall weisen, dann ist das legal, dann ist auch der Restaurateur die Fried. Ich gebe meinen, den Wollen mit der Kartidentität, als vielleicht gesund ist, mich gebe ich schuss, kann man als eine enge Information mit auf der Weh und das, was da steht, das hier dann auch persönlich dann nehmen, er Geburtsdatum steht, da er Name steht, da er geimpft ist. Das sind Donnen, die stehen just auf dem Lektor. Die gehen an den nicht auf Server geladen. Ne? Der QR-Code ist am Anfang just ein Schlüssel für die zu lesen. Aber das sind alles persönlich Donnen, die nicht auf Server irgendwo geladen gehen. Die stehen just auf demjenigen Apparat, den der dort dann scannt. Und die Wolle, von dem wir am Covid gesagt haben, mit der Kartidentität, also ich meine, du hast das Gesundheitsministerium besser platziert. Ja, das ist wichtig, wenn in NRW als man so einem Zertifikat seine Kartidentität dabei zu haben, nicht weil in dem Restaurant muss weisen, wenn man absolut nicht den Schrott, dass ein Organisateur oder ein Restaurateur soll Identitätskontrolle machen, mit das aber die Responsabilität von der Person. Ehrlich zu sein, dass ein eigenes Zertifikat zu haben, selbstverständlich, wenn ein Police-Controller ist, muss das können überprüft gehen. Dafür gebe ich nicht für einen Bruder, effektiv seine Kartidentität dabei zu haben. Mit das vorsatz schon oft gestaltet gehen, also das nicht gleich, das nur nicht, um Restaurateur für Identitätskontrollen zu machen. Und sicherzustellen, dass wann am Regime Covid-Check aus, dass sich für Einzelnen den Racken etwas vorzuweisen hört, dass das gering ist. Idealerweise aber den Identitätskontroll nicht mehr. Das schließt aber nicht aus, dass die Leute natürlich, wenn sie Strophen heute darüber, wenn sie sich nicht an die Covid-Regeln halten, sind nach wie vor Strophen, die vorgesehen sind, aber von Polizeikontrolle sind das natürlich klar, dass auch keine kontrolliert gehen, ob in das dann noch ist. Eine weitere Frage betrifft die Schnelltester, wenn ich richtig verstanden habe, sind die heute zu Lützeburg, gehen die akzeptiert, nicht unbedingt, aber in allen anderen EU-Ländern? Nicht unbedingt in allen EU-Ländern immer mehr. Bei uns sind sie akzeptiert. Wir haben den zertifizierten Schnelltester, die da über den heutigen Weg läuft, können dann dokumentieren, haben wir ja noch mit Möglichkeit zu verplassen, einen Autotest zu machen, wie wir trauen lassen. Das bleibt heute zu Lützeburg, aber das sind als nationale Bestimmungen. Beim Schnelltest ist es manner evident, dass die können außerhalb an den Ersatz kommen, mit dem, wo sie gefroht sind, also auch die Idee, dass die standardisierte Zertifikat dann dementsprechend dokumentiert. Dann ein letztes Frage, wenn ihr schon eben den Covid-Tat gesagt hat, kann Lore nicht anlaufen, die schon mehr lang hier hatten, und wo Lore noch immer und gültig ist, der Tisch noch einen Monat, geht es dann noch einmal die QR-Code rot, oder wie funktioniert das? Genau. Erika muss ihr Tageblatt machen. Wir haben von der Kontrolle geschaut, die, sagt, die Restaurants, die den Covid-Check-Regime machen, sollen sich ummelden, für das den durch kann kontrollieren. Wir sind mit den Restaurants, die sich nicht ummelden, respektiv, wir wissen, dass bis jetzt auch halt gefuddelt wird bei diesen Geschichten. Also eine Gesellschaft, die nicht mehr gefuddelt wird, ich meine, die haben wir nicht mehr. Eine Mutation, die wir geben, was machen. Das ist aber so, dass ein Strafe drauf ist. Ich meine, das ist schon eine Obligation zu notifizieren. Und du hast auch ein Strafe drauf, wie auf den anderen Bestimmungen noch. Und auch das kann natürlich kontrolliert gehen. Ich meine, wenn eine Polizeikontrolle ist, dann sie stoßen auf ein Etablissement, wo das dann nicht so aushängt. Das ist auch eine Obligation, muss in das klar sichtlich aushängen, dass es das Regime Covid ist. Dann muss auch notifiziert sein. Das ist eine Obligation, die die Leute tun. Und ich gehe aber trotz allem die ganze Pandemie immer davon aus, dass der Gruppe der Leute sich und Regeln hält. Dafür sind sie da, sonst könnte man in einer Gesellschaft nicht zusammen funktionieren. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn du mal erlebt, für bei den Strophen noch zu bleiben, die Staatsrat. Hat an seinem Mavi von unklaren Strophen geschwärzt. Hat er doch schon ein bisschen mehr unter den Präzisionen? Ja, das ist eine technische Geschichte. Wir hatten einen generellen Renvoi bald Obligationen gemacht, die Restauratoren haben, was das neue Gesetz, das nur nach mehr präzisiert. Das wäre gewesen, wenn Texas in der letzten Motor dann über den Birsch aus, mit das aber in der Essenz nicht anders. Die neue Obligationen, die wir hier schaffen, das ist eine neue Obligation, die Regime eben zu notifizieren, das ist auch eine neue Obligation, sicherzustellen, dass schon Leute Bande sind, die wirklich auch konform sind. All die neue Obligationen sind natürlich auch mit den klassischen Strophen, die wir so, die wir in der Pandemie angefeiert haben, bestückt. Und dann die letzte Frage, die Menschenrechtskommission hat auch noch wie aufgehen. Sie bedauern ein bisschen, dass es für Leute mit Männern Moyen aber noch schwer ist, sich durch Steuerteste Freiheiten quasi können zu erkaufen. Was soll das dazu?
auch do gi schon das Lützebusch awer Modellcharakter huet man all den Gratistester, die man bis lo zur Verfügung gestalt hun, aber wir werden noch nach mal haben am Regierungsrat, die wird zwit diskutieren. Wir haben ein Large-Scale-Testing, wir haben ganz viele Schnelltester verdeelt, auch gratis. Und selbstverständlich werden wir uns auch mal damit befassen, wie die nächste Etappe davon wird ausgesehen. Da wird dann mal mehr gewohnt gehen. Wir werden sagen, so stimmen wir uns auch teilen. Merci vielmals. David Marquez für die Quotidien. Auf einen Moos schon geklärt, für die QR-Code, was aus Drittstaaten, wenn Leute an Europa kommen oder Plötzburg und dann noch umgedreht, von dem man QR-Code, Impf-QR-Code, dann eben vielleicht auch an Drittländer reist. Sind da schon Decisionen gefallen? Es sind noch keine Decisionen gefallen. Es wäre der Wunsch von ganz vielen EU-Staaten, an anderen auch Plötzburg, dass die Kommission darüber soll schaffen. Da laufen Diskussionen am Moment. Wir unterstützen auf jeden Fall, dass du eine europäische Lösung soll finden, anders nicht zufrieden. Sein eigenes Regime negociiert. Mir eine Decision hast zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Dafür haben wir bei diesem Gesetz die Option geholt, just die Impfstoffe, die von der EMA, von der Europäischen Agenz zugelassen sind, unzuerkennen. Das kann aber ändern, sobald du in einem Moment könnt, wird man das selbstverständlich auflösen lassen. Herr Reiland, 100,7 eng Präzision zu den größeren Evenementen, wo man sich ja dann im Ferien muss ummelden. Hat ihr eine Indikation, wie viele der Leute kommen, respektive 100 Leute sich bei euch gemeldet, die schon am Gang sind, so etwas zu planen, zum Beispiel Konzerten? Ja, es sind eine Reihe Sachen geplant. Natürlich, also man darüber spekuliert, gegen mein Gesetz, dass du warst, bis gestimmt hast, sondern der Motor, die definitiv was, mir selbstverständlich sind wir auch mit dem Sektor auch Kontakt gewirkt, das braucht ja viel Lauf. Und da ist schon eine Reihe der Monate wirklich bereit, kurzfristig, genaue Schiffe kann ich noch nicht so, und mir dachte, du lebst schon so manches. Eine andere Frage, für was sind am Gesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, geimpften, geheilten Leute, exempt von einer möglichen Quarantäne, wenn auch immer nicht nur gewesen ist, dass wenn ich geimpft oder geheilt das in dem Virus ja aber noch kann weiter verbreiten. Also es gibt keine 100%ige Sicherheit, ihr wisst, was die Pandemie ausmischt. Es viel Ungewissheit, dann, aber auch auf der anderen Seite löst neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Wenn wir den Schritt heil holen, dann gehen wir eine Richtung für uns zu holen, dass aber genügend Schutz hat, wir können so zu funktionieren. Das ist eine Erkenntnis, die man so nicht hatte für ein paar Menschen. Man muss ein bisschen Erfahrungen kriegen. Wir sammeln ja auch viele Daten, wie ich gesagt habe. Die Leute sind noch weiter ausstehen und noch nicht. Und das ist sicher der Bewegungsgrund. Wir haben genug Assurance, dass sie sagen, das ist safe, das kann ich machen. Und in dem Moment, wo ich sich kann bewegen ohne Gestbarriere, muss ich doch keinen Sinn mehr in meine Quarantäne abzulegen. Das ist effektiv ein neuer Moment. Und der werden wir doch nicht vergessen. Wir wissen recht, wie es geht, wenn wir die hohe Erfahrung auch noch ranholen. Wenn das so ist, den neuesten Wissensstand, den ihn dazu verurlost bei einer Epidemie, wie sie haut aus, mit dem, was wir gesehen haben, was die letzte meint, dass du einfach eine große Probabilität hast, dass das nicht mehr geschieht, mit null Risiko, geht es nicht, wird es nicht gehen, bis drüber ist. Das muss ich für sich auch immer noch wissen. Okay, merci. Fanny Kinschmer, der Radio. Schon ein kurz zurückkommen, ob der Kollege gesagt hat, zu den Inegalitäten, die so zu dem Ur verwiesen, wie hast du eventuell ungedurcht, dass Leute, die sich nicht können impfen lassen, gratis Tester kriegen? Selbstverständlich, auch heute gibt es ja schon viele Möglichkeiten für gratis Tester. Und wir werden da auch mal mit noch mehr Ideen kommen, die wir da werden realisieren. Wir sind natürlich bemüht, die heute Phase auch so gut wie möglich zu begleiten. Selbstverständlich gehört es dazu, dass wir den Zugang zu den Testern so einfach wie möglich machen, dass wir ein großes Opfer haben und dafür werden wir uns auch mehr an der Regierung damit befassen. Denke. Dann, wenn ihr in der nächsten Phase denkt, wie ihr auch so, dass in irgendeinem noch so außerhalb von Europa da reisen können, wie ist es dann mit den Inegalitäten? Ich meine, viele Länder sind ja bedeutend Männer sehr vorgekommen bei der Impfkampagne, wie bei uns und dann haben wir auch, weil eben wir sehr konnten geimpft gehen, auch Kooperationspartner von Lützebusch. Wie ist das nicht ein Problem, aber dass wir dann als Freiheiten Trägerkäfer werden in anderen Ländern. Wir sagen so, wir wollen bei euch an Vakanz kommen, wir verändern aber, dass die Leute auch können impfen. Das ist sicherlich keine glückliche Situation. Ich meine, es gibt doch keine Wunderlösung, aus der Pandemie all zusammen rauszukommen. Sie bestreben auf alle Pläne,
zu Hölle von eurem Kader von dieser Kooperationspolitik über die Achats communs, die man an der Union für eine gewisse Gerechtigkeit an der Verdelungsschlüssel auch zu kriegen, das auch zu einem Moment viel kritisiert gehen. Ein zu ein an allen selbst, das wird nicht möglich sein, und ich meine, das auch irrealistisch zu werden, bis in die Leute Freiheiten, aber Grundfreiheiten zurückgeht, bis wirklich das letzte Land wirklich eine Herdenimmunität hat. Ich meine, das geben die Leute so auch nicht hinholen. Selbstverständlich geht da der Geometrie variabel. Ich kann mir zu diesem Zeitpunkt nicht ernst feststellen. Ich sehe aber auch keine Alternative. Wegen Lesungen können diese Stufe stellen. Madlana, wir akzeptieren ja heute just die Erwachsenen, die heute zugelassen sind. An andere Länder, die aber auch vielleicht Europäer wollen, riesen sie an Erwachsenen zugelassen. Wie kann diese Stadt dafür stellen, dass du aber auch eine Reziprozität erwünscht? Das ist eben just mal den Auftrag, den die Kommission hat, für die Reziprozität dort natürlich zu verhandeln. Das ist ja eine sehr hohe Sicherheit. Ich meine, das ist nicht, was den LA Leger kann machen. Wir haben halt Zulassungsbestimmungen. Und dafür ist es auch wichtig, dass das von Seite von der Kommission gemacht wird, dass man da einen einheitlichen Approach kriegen, mit dem Leben, was der Weg, wie der richtig so von Verhandlungen mit den einzelnen Ländern und ja, maybe wahrscheinlich auch über Reziprozitätsklauseln. Mit geht nicht nur der Einzige, muss noch sicher sein, dass das werden akzeptiert, dass das auch vertretbar ist, vis-à-vis von unseren Bürgern, die sich gewisse Garantien natürlich erwarten. Und dafür sind wir an allen Hinsichten der Meinung, dass das dort so europäisch angepackt gehen und ich hoffe, dass das doch fruchten wird. Bonjour, Nicolas Martin, journal L'Essentiel. Une question concernant la situation des gens qui ont uniquement reçu la première dose pour le moment et qui n'ont pas été infectés, et également de la reconnaissance dans la période transitoire du 13 juin au 1er juillet des vaccins qui ont eu lieu à l'étranger. Also Impfstoffe, die am Ausland vergehen, die gehen dozertifiziert. Ich meine, das ist das Prinzip. Wir haben noch eine Solution hier in Platz für das, was bei uns im Territorium geschieht. Wir haben in dem Sinne als Hausaufgabe noch gemacht, die Zertifikate, die sind lesbar am Ausland, sobald die anderen Länder bereit sind. Wir steuern natürlich nicht, wenn an den anderen Mombasstaaten geschieht. Dort steht für uns, wie das verschiedener sind. Schon gut in der Weh, einer noch nicht. Also Ambition, wo so schnell wie möglich Plätze sind. Mehr wie nie loden QR-Code von einem anderen Land. Hei kann unerkannt gehen. Das leider an den Händen von dem anderen Land, nicht an unserer Hand. Wir haben unsere Applikation bereit, für zu lesen. Mehr alle Land muss bei sich natürlich auch dann die Zertifikate so rausgehen, dass sie funktionieren. Das kann hei gewissen Impact kriegen. Vielleicht macht was selbst. Ja, ich meine, das leidet einfach darauf, ob wer für einen Moment in einem Land den EU-QR-Code auf sein Zertifikat möchte. Was bei uns der Vorteil ist, dass man natürlich auch von einem, der nicht Residenz, zum Beispiel PCR-Test hier am Land möchte, du hast den EU-QR-Code direkt drauf. Aber was die anderen Code eben nur geht, dann ist der Moment, wo das landet bei Ihnen auf den Dokumenten hin. Wir können sie lesen, wir sind bereit, wir nicht für heiß angefordert, sobald ein anderer das angefordert wird bei sich, wird die bei uns lesbar sein, weil wir eben natürlich ganz sicher geschafft haben, für das wir bereit sind, für heute bei uns alles können zu lesen, was von den anderen Ländern mit dem EU-Code, der aufgemacht ist, los schon zu lesen. Wir sind auch 4. Juli. Wir sind bereit, also kann auch im Ausland gelesen gehen, wenn in anderen Orlodomen der bereit ist, dann kann die bei uns gelesen gehen und dann ist die bei uns unter den Konditionen, die mir dann noch valid. Et concernant les vaccinés première dose, le test est la seule option. Ja, wenn ich ein komplettes Impfschema hat, die sie definiert, wenn ich gülle, ich als ganz geimpft, du meinst als Definition ja. Wenn ihr das nicht tut, kriegt ihr natürlich das Zertifikat nicht, den gedreht gering, wenn das doch wirklich komplett ist. Wenn ich hier so ein hört, für den die anderen Optionen, entweder hat ein Testzertifikat, wenn ihr einen negativen zertifizierten Test hat, oder dass ihr vielleicht geheilt, wenn ihr schon die Krankheit hat, und fällt ihr dann den Zeitrahmen, den du gehst, aber nicht, und dann immer noch die Möglichkeit, eben zur Platz einen Autotest zu machen, was ja bis jetzt bis zu diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, dass wir zum Beispiel bei einem Restaurant können zu sehen. Anna, vielleicht als Komplement dabei, diejenigen, die einmal geimpft sind, an die den Zertifikat am
Dossierlein vom Magische, den er so schon umgestaltet ob den EU-QR-Code. Wenn er den dann rausträgt, als sowohl bei uns nach Rot, wenn er von anderen DCD ja dann in den Mainlanden das Ernst zu machen, mit dem können wir auch um Magische natürlich rausträgen. Die verschickt man nicht, weil die Leute natürlich nach an dem Impfcenter passieren. Da kriegen sie den neuen auch an den Hand, an den Grab gedrückt. Aber so, wie die Situation ist, ich habe bei mir mal selber geguckt, ich habe ein bisschen eng durchgekriegt, wenn ich bei mir den mal gucken gehe, als mein umgeschrieben mit dem QR-Code, an den ist aber noch immer rot. Danke, Herr Muss, Herr Tageblatt, ich kriege eine Frage von einer Bekannten über soziale Netzwerke, wo ich denke, die aber viele Leute können interessieren. Der von auch Privatleute sich für den Covid-Check-Regime ummelden, zum Beispiel für eine Hochzeit? Prinzipiell nein, Privatleute nicht. Das ist die Trennung, die wir immer gemacht haben. Das hat nicht immer für Diskussionen gesucht, mit einer Regeln daheim am Privaten, wo ich bei sich ist. Ein anderem aus dem Grund, dass ich an der Privatsphäre von den Leuten auch nicht kann kontrollieren kann, das wollte man nie. Und das ist auch lohnt. Also, das ist den Covid-Regime, das wirklich, das geht aufgefroht für ein Event. Wenn der aber eine Hochzeit organisiert mit einem Treffen, mit einem Restaurant, da geht das, dann ist das ein Event, den aufgefroht geht. Mit das nicht rein privat, dann kann nicht für bei sich rein privat das Regime aufgefroht. Privat bleibt privat. Und du hast im Moment eben die Ouvertüre für bis zu 10 Gäste zuzulassen. In der anderen will man wissen, dass wenn du hier das wirklich nicht kann kontrollieren kann. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen die Leute hier privat dir zulassen und nicht Covid-Kontrolle machen. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, eben an einem organisierten Kader so ein Event zu machen. Vielen Dank. Mhm. Lien Kruchten, danke für RTL. Ich wollte wissen, ob Dototester zurückkommen. Die hat auf jeden Fall gesagt, die bleiben nur noch einen Monat verlabel. Wie ist es denn noch? Weil auch an einem Monat sind noch nicht alle Leute geimpft, nicht schon für den Hard-Covid. Und noch, wenn ihnen keiner denkt oder so, wenn ich mal spontan will und Rest gehen, dann hat ich nicht unbedingt einen zertifizierten Test dabei. Die stellt froh. Und an einem Monat, das ist noch ganz weit weg für uns Begriffe. Am Moment testen wir das dort. Ich meine, das ist ein Marktkredithalten. Das ist wirklich eine gut stabilisierte Situation. Und das ist ein extrem ambitiöser Schritt, den wir testen. Ich bin für meinen Teil schon extrem froh, wenn wir die Bestätigung haben, dass mit dem Modell kann funktionieren, dass da nichts schief geht. Das ist nochmal als Zielsetzung, für das dort den nächsten so einen Platz zu kriegen und dann die Erfahrungen zu kriegen, hoffentlich positiver als echt Pilotprojekte. Nach dem jetzigen Gesetz, wo wir größere Sachen organisiert haben, sind übrigens gut verlaufen. Wir hatten für an der Rückhalle auch einen größeren Konzert, wo wir im Endeffekt schon eine Person rausgefiltert haben. Das stimmt denen alles positiv. Aber für uns zu projizieren auf den nächsten Monat, gerade mit so einem großen Schritt, ist schwierig. Ah, noch mal, mache ich es für den Quotidien. Danke, Präzisionsfrot, gesagt, das hat gestimmt, aber im Regime Covid-Check, als wie gesagt, da fällt all das Barriere weg. An der Bewertung steht Leute, die sind am Comptoir und so weiter und so fort. Gut, und dann aber, wenn der Restaurateur sich decidiert, süß mal Table für Feier zu führen, da gehen das Barriere weiterhin. Genau, du hast das Regime, wie wir bis noch kommt, und das ist jetzt in Vorschriften, wie weit Tisch raus an sie, wie das getrennt ist, da sind sich mal Masken deplaziert, wenn den Abstieg vom Tisch. Das ist nichts Neues, haben wir noch nicht die Grundregeln geändert, die bleiben selbst, das ist immer Zoll, die ändert von den Leuten, die um dich zugelassen sind. Mit das schon richtig, wenn das Regime Covid ist, wir hören wirklich da die Herausforderung, als zu sehen, ob den Standard, den wir hier setzen und aus Sicherheit, ob den auch wirklich durchwert gehen. Wir wollen nicht irgendwann muss den Schritt machen, das geht ihnen doch nie gewohnt. Theoretisch kriegen das nicht an Erfahrung wird. Merci vielmals. Merci.